Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's an den Roller mal wieder. Unbedingt auch die anderen Vlogs angucken, die jetzt in der letzten Zeit entstanden sind mit dem Schnee. Richtig geile Dinger. Aber jetzt gehen wir mal runter zum Roller, bevor ich hier wieder Romane erzähle. Wir müssen ihn erstmal bergen, weil ich bin gefahren und bin nicht mehr hochgekommen. Jetzt holen wir ihn erstmal unten aus dem Loch raus und dann schieben wir ihn in die Garage und schauen wir mal, wie wir das ganze Ding wieder zum Laufen kriegen. Vielleicht kriegen wir sogar ein bisschen Tuning hin heute. Let's go! Wie wurde ich mit dem Roller runtergekommen? Ja, runter geht immer. Hoch geht nicht mehr. Ja, doch ein bisschen mehr eingeschneit, als ich dachte. Der steht da drauf. Der braucht das, der Roller. Denkst du, wie oft wir verkicken, bis er angeht? Ich sag dritter Kick. Nee, Digga, 100 Mal. Die hat sich, ey. Zündschluss ist festgerostet. Es geht alleine. Junge, der braucht Crossreifen. Der braucht ganz klar Crossreifen. Ja. Und einen 70er. Ja, hier übrigens, vielen Dank an den Fan, der mir einen Auspuff vor die Tür gelegt hat. Ist aber leider, passt wahrscheinlich nicht von der Krümmung. Und jetzt habe ich hier noch einen bekommen von den Jungs, die hinter der Kamera stehen. Der wird schon eher passen. Und für alle, die jetzt nicht das erste Video vom Roller gesehen haben, gebe ich mal eine kleine Demonstration, wie gut er läuft. Alter! Erster Kick. Aber kein Scheiß, ey. Ich glaube, ich muss den öfter unten stehen lassen. Digga, da läuft ja wieder eins plötzlich. Immer, wo der raucht das Ding raus. Alter, der raucht aus der falschen Stelle raus. Oder der hat mal da rausgeraucht. Jetzt nicht mehr. Raucht irgendwo raus, aber nicht aus dem Auspuff. Junge, wie geil! Junge, erster Kick einfach. Der läuft ja besser wie am ersten Tag. Also der Vorbesitzer hat gemeint, man soll ihn 5 Minuten lang warm laufen lassen, dann wird er gehen. Aber 5 Minuten Freibrennen hilft da auch nichts mehr. Machen wir den Bar wieder klar. Die Variomatik aus. Ja. Dann tauschen wir mal die Gewichte. Ja, also jeder, der es nicht weiß, Variomatik ist hier dahinter. Das ist das, weshalb ein Roller von 0 bis 100 Gas gibt, ohne zu schalten. Ja, komm, dann schiebt man rein. Los geht's. Ne? Sind es Vario-Gewichte, die testen wir mal. Blauer Benzinschlauch, ganz wichtig. Ein Schlagschrauber. Ich glaube, du hast noch keine Ahnung, auf was du dich hier einlässt. Sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr getuned aus, das Ding. 70 Kubik unter Bodenbeleuchtung auf, Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist not that line. So, das sind jetzt die Variomatik-Gewichte. Die sind schon ziemlich schwer. Hätten wir jetzt eine Feinwaage da, könnten wir die mal wiegen und gucken. Ich hab oben eine. Gut, dann wiegen wir jetzt mal die Gewichte. Egal welche Uhrzeit, pack es auf die Waage, Kopf und geh auf meine Jacke, Alter, 7 auf der Fahne. Alter, 12er Gewichte, das ist viel, viel, viel zu schwer. Also normalerweise in der Regel, da würde ich dir empfehlen, wenn du guten Anzug willst, würde ich dir schon so 5 Gramm Gewichte bis 4,5 Gramm Gewichte empfehlen. Aber 12er Gewichte, das Ding kommt ja nicht vom Fleck. Das ist ein 25er Roller in dem Sinne. Ja. Mit den Gewichten, also da kommst du nicht vom Fleck. Ja. Jetzt machen wir mal 4,7 Gramm rein. 70 Kubik unter Bodenbeleuchtung auf Hochglanz. Polierpullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und die ganz laut schreit, guter Tuning ist not a crime. Nee, sorry, ich muss mal kurz filmen. Wir kriegen das Ding nämlich nicht mehr drauf. Jetzt haben wir den Kickstarter abgemacht und haben keine Ahnung, was mit dieser Feder passiert. Ich hoffe mal, das ist jetzt so richtig, dass es so dran gespannt wird hier. So Leute, wir haben es. Wir haben jetzt die Welle jetzt noch in den richtigen Zahn eingehangen. Jetzt müsste es eigentlich dann gleich funktionieren. Jetzt hauen wir gleich noch Auspuff und Luftfilter ab, dass wir das auch gleich mal noch ausschließen können und dann schauen wir mal, wie er läuft. Gute alte Honda-Technik. Ah ja, ein richtiger Schrauber-Vlog wird es. Ich glaube, ich muss mir hier echt noch eine kleine Garage mit Werkbank einrichten hier. Das wäre nicht schlecht. Und was liegt da unten eigentlich für ein Teil? Junge. Ach, ist hier abgefallen. Junge,
Jetzt geht's los, dass irgendein Teil rumliegt. So, gerade nochmal ein kurzes Statement. Was hättest du nicht? Die 50 Euro. Die hättest du nicht bezahlt für das Ding? Nee. Ich denke es mir gerade auch, dass ich es lieber anzünden würde, wie irgendwie noch Geld reinzustecken. Ja, Leute, stimmt mal ab. Also fertig werden wir heute auf jeden Fall nicht in dem Video, dass der geil läuft. Aber stimmt mal ab, ob wir den weitermachen sollen oder ob ich ihn anzünden soll. Ich meine es ernst, ich zünde den an, wenn es so weitergeht. Ich habe keinen Bock mehr. Feuerwerksvlog. Junge. Bald brennt er wirklich. Es geht nicht mehr lang, wenn hier jetzt nicht noch irgendein kleiner Erfolgsmoment kommt. Dann brennt er vielleicht sogar heute noch. Also ein ganzes Video hier, jetzt nur diese scheiß Variomatic film und am Ende mehr kaputt wie vorher. Das ist halt, also wer das sich komplett anguckt, da bin ich mal gespannt. Ohne zu deabonnieren. So, jetzt Leute, was denkt ihr, geht's? Geht ich denke, er geht an, ja. Oh, ja, also auf jeden Fall Drehzahl müsste er haben. Hey, kick da drauf. Jetzt geht gar nichts mehr. So, jetzt machen wir mal noch einen Auspuff ab. Scheiß auf Hausaufgaben, guter Tuning war mir wirklich lieber. Einen hammergeilen Kiesler und einen Sony-Auspuff. An den größeren Vergaser für noch mehr Auspuff. Ah, jetzt läuft er viel besser, oder? Der läuft trotzdem noch nicht. Der hat immer noch keinen Anzug. Warte mal. Eine Option habe ich noch. Zündkerze. Ja. Also hier sehen wir auch schon, da hat sich schon ein Vogel eingenistet bei der Zündkerze. Ja, würde ich sagen, drehen wir mal die Zündkerze raus. Kupplung, Variomatic und den Riemen von Polini. Alles abgestimmt auf Power und die Viber in Bikini. Da ist Stroh einfach in der Zündkerze drin. Also ja, der Digga, Brenner. Sieht aus wie aus dem Arsch gezogen. Eieieiei. Digga, ist da Stroh im Zylinder? Zündkerze ist auf jeden Fall viel zu fett gelaufen. So, kleiner Zwischenstand. Gibt es noch irgendwelche Infos zum Auspuff? Zeig mal den Auspuff eben. Hier liegt der Krümmer. Ich würde sagen, sieht auf jeden Fall ziemlich... Halt mal still. Sieht ziemlich gedrosselt aus. Wir arbeiten uns voran. Schauen wir mal, was wird. Sieht absolut nicht gesund aus. Das soll auch nicht so. Eieieiei. Was hat der Vorbesitzer sich hierbei gedacht? Das ist ja wirklich, Alter, eine Zumutung. Junge, ist alles zugeharzt. Leucht mal. Kolben sauber kannst machen. Mal näher. Junge, das ist alles verölt. Ey. Kannst du mal drüber schmieren, dass man sieht? Ja, da wundert mich gar nichts mehr. Eieiei. So hat es sich auch angehört. Es wird pures Öl in den Tank leeren. Ja. Hast du Bremsreiniger? Ja. Machen wir mal kurz. Bremsreiniger habe ich immer. So, schon mal. Super. Komm, spritz drauf. So Leute, eine Minute Akku noch und damit gehe ich aus dem Video raus. Also Kolbenring ist natürlich auch fest, hätte ich auch nicht anders gedacht. Ja, ich würde sagen, guter Roller, 50 Euro haben sich absolut nicht gelohnt. Also 70er drauf, oder? Ja. Damit schließen wir das Video. Ich bin's doch nochmal. Also, hab jetzt wieder zusammengebaut, alles mal irgendwie geputzt und so. Vielleicht geht er ja jetzt ein bisschen besser. Oh Gott.
Junge, meine Crocs, gell? Es ist so kalt. Es ist einfach so kalt, alles voll Schnee gerade gegangen. Alter. Jetzt, weil es so gebockt hat, nochmal eine Zugabe. Sorry auf jeden Fall an die Nachbarn. Es macht einfach Spaß. Also ich verstehe nicht, wer sowas nicht feiern kann. Zündung. Oder doch fest. Gib ein bisschen Gas. Der ist fest. Nochmal. Nee. Fest. Bodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert und haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist not bad crime. 70 Kubik unter Bodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert und haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist not a crime. Jetzt reicht's aber. Ich hoffe, da ist niemand daheim da drüben. Danke.